Die Wettershow. Ja, Eli, da hast du recht, das Aufstehen in Österreich ist doch noch etwas frischer, aber es wird wirklich mit zunehmendem Tagesverlauf wirklich fein, denn die Sonne, die zeigt, was sie kann. Bis zu 15 Grad werden wir heute in Österreich erreichen und die Sonne, die sehen wir auch schon hier bei unseren wunderschönen Panoramabildern, die wir Ihnen heute hier zeigen. Es gibt auch wieder eine Bauernregel und die besagt nämlich etwas sehr Schönes. Ist Maria schön und hell, kommt viel Obst auf alle Fälle. Und das ist ein gutes Zeichen, denn es wird bei uns in Österreich fast überall hier die Sonne scheinen. Es kommen zwar dann ein paar Wolken wieder von der Schweiz hereingezogen, das sehen wir dann später mehr, aber Sie sehen es auch hier in Rust, haben wir zwar noch ein bisschen diese Bewölkung, aber die wird sich verziehen und zum Schluss haben wir für Sie noch Oberwölz. Heute übrigens der Sonnenaufgang mit 5.47 Uhr, also das wird auch immer früher, deswegen sehen wir auch schon diese wunderschönen Bilder. Auch heute in Wien ein sehr traumhafter Sonnenaufgang. Jetzt kommen wir aber zur Europakarte und hier haben wir das Hochdruckgebiet Margarete. Das beschäftigt uns jetzt in Österreich, da haben wir auch dann gleich die Werte für Sie. Aber es gibt hier vom Finnland hier ein Tiefdruckgebiet und das drückt diese Wolken besonders hier nach Deutschland und auch nach Frankreich. Die Temperaturen sind in dem Fall bei uns so verteilt. Wir haben 12 Grad in der Obersteiermark, in Liezen, 14 Grad schon in den südlichen Regionen, Klagenfurt, Graz, ebenso 14 Grad in Innsbruck, Bregenz darf sich freuen über 13 Grad. Und wir haben auch heute in dem Fall in Wien 13 Grad und Salzburg, Linz und Zwettl in dem Fall auch bei der Zweistelligkeit, nämlich bei 10 Grad. Jetzt für Sie der Blick ins Detail. Und wir haben für Sie da eine tolle Zusammenfassung, nämlich 13 Grad Tageshöchstwert im Westen. Ein bisschen sind die Wolken dabei, besonders dann, wie bereits erwähnt, am Abend kommen sie von der Schweiz hereingezogen. Jetzt im Osten haben wir noch ab und zu diese Wolken, wir haben es gesehen auch im Burgenland, aber es wird besser, die Sonne kommt überall dann durch und der Ausblick zeigt uns Folgendes. Morgen 12 Grad, dann haben wir einen kurzen Stopp, nämlich mit Regen und 7 Grad, Sonntag dann schon besser und der Montag startet mit 14 Grad. Im Osten bleibt es beständiger, wir sehen hier 14 Grad morgen, am Samstag und am Sonntag ähnliche Temperaturen, 13 bzw. 10 Grad. Und die nächste Woche sehen Sie dieses Bild, 16 Grad, 19 Grad und sogar am Mittwoch 22 Grad. Also das wird dann wirklich eine sehr feine Woche werden, aber auch jetzt zeichnet sich schon ein bisschen dieser Frühling bei uns in Österreich ab. Das war also der Blick zum Wetter. Jetzt haben wir für Sie eine Werbepause vorbereitet und danach gibt es für Sie auch den Blick auf die aktuellen Zahlen in Österreich.